Über Jan-Christian Zeller muss man eigentlich nicht mehr viel sagen. Jeder kennt ihn aus dem Radio bei 1Live. Dass er auch als viel gebuchter DJ unterwegs ist, mag dem einen oder anderen neu sein. Deswegen unser heutiges DJ-Profil mit JC. Viel Spaß. Das DJ-Profil mit Jan-Christian Zeller. Präsentiert von Pioneer DJ. Der Ursprung fürs Auflegen ist bei mir das Radio, weil ich mit 15 die ersten Sendungen moderiert habe und bei den Radiosendern ist ja immer viele Partys am Wochenende gibt. Die brauchen auch viele DJs. Nicht jeder beim Radio kann auflegen, aber ich habe irgendwie Bock darauf gehabt. Ich habe mindestens genauso gerne auf einer Bühne gestanden oder irgendwie im Club gestanden und aufgelegt, wie jetzt im Radio eine Sendung zu moderieren. Und deswegen waren so diese Radiopartys immer der Ursprung und daraus wurde mehr. Und seit ich, ja, 2007 ist das, Samstagabends bei 1Live moderiere, da ist dann auch das Auflegen mehr geworden. Ganz einfach, weil die Sendung eine Partysendung ist und ich spiele die gleiche Musik wie auch im Club, wenn ich auflege in der Radiosendung. Und ja, dann ging es erst los so freitags, weil da habe ich ja Zeit, da moderiert ja Mike und ich habe Zeit, durch die Clubs zu ziehen. Und jetzt seit ungefähr so 2-3 Jahren ist es halt echt viel geworden. Also, dass ich auch nach der Sendung, also Punkt 0 Uhr ist die Radiosendung vorbei und dann geht es direkt weiter. Also setze ich mich ins Auto, 0:05 Uhr allerspätestens, fahre ich in Köln im Mediapark los und bin dann unterwegs irgendwo. Ja, viel Ruhrgebiet, teilweise ein bisschen weiter weg, aber hauptsächlich halt Nordrhein-Westfalen. Ich habe als Studiogäste sehr viele Leute beim Radio, die echt großen Erfolg haben weltweit. Also da kommt auch mal David Guetta vorbei oder Moonbootica oder so. Und die Hits, die ich da in der Sendung spiele, die lege ich auch auf. Das ist schon Big Room tauglich, Main Area tauglich und ich habe da aber kein Problem mit. Ich höre das auch selber gerne, weil ich immer gefragt werde, ey, sag mal, was hörst du denn privat? So, wenn du das spielst, was hörst du privat? Und ich höre das. Also ich bin Fan von so Chart-Sound in allen Ausführungen. Also gerne dancig, hausig, elektronisch, aber immer noch so, dass Leute, die sagen, ich stehe auf Elektro, dass die immer noch sagen würden, ey, du spielst ja voll in Charts-Kram oder so, aber das ist für mich in Ordnung. Ich erinnere mich sehr gerne an einen sehr großen Auftritt in Oberhausen in der Arena. Ausverkauftes Haus und Rihanna sollte an dem Abend kommen und da ein Konzert spielen und ich war der Warm-Up-DJ dafür. Und das war schon abgefahren, also aus verschiedenen Gründen abgefahren. Zum einen, weil du da stehst und das Licht geht aus in der Halle und da sitzen dann 12.000 Leute. Und ein Spot an und du stehst halt am DJ-Pult und siehst nichts mehr, weil der Spot halt so hell ist, hörst nichts mehr, weil die Akustik in der Halle so abgefahren ist irgendwie und spielst halt 45 Minuten und kriegst ab und zu mal mit, dass die Leute dann schon, obwohl das so Vorprogramm ist, echt gut Bock haben, eine Party zu machen. Das war sehr beeindruckend. Vor allen Dingen finde ich beeindruckend, dass ich ein Jahr später, ist jetzt über ein Jahr her, und ich werde immer noch darauf angesprochen von Leuten, ey, ich habe dich damals bei Rihanna gesehen. Das fand ich auch irgendwie witzig. Also ich bin schon seit 2003 bei 1Live, aber 2007 ging 1Live Moving los als wöchentliche Sendung. Und das ist die Grundlage eigentlich für das, was ich jetzt mache. Also die Clubinhaber, die Leute, die Events machen, die Leute, die in die Clubs gehen und so, haben mich dann natürlich jede Woche in den Ohren, wenn die, keine Ahnung, am Samstagabend vielleicht gerade unter der Dusche stehen. Viele Leute hören übrigens echt unter der Dusche die Sendung, weil die sich gerade fertig machen. Das ist natürlich, freut mich ja sehr. Also auf jeden Fall, das ist halt eine schöne Basis. Und natürlich bin ich immer, wenn ich auflege, du bist ja der, das ist doch der von 1Live. So, ob die jetzt wissen, wie ich heiße oder ob die einfach nur meine Frisur wiedererkennen. So what, egal. Die Weltstars würde ich mir auf jeden Fall angucken. David Guetta, Martin Solveig würde mich gerade mal sehr interessieren, was der live für eine Show macht. Ich bin ein großer Fan von dem Album. Ich habe das gehört und finde, dass der wie eine Band klingt. Also es hätte auch MGMT oder so sein können oder The Ting Tings, habe ich zwischendurch gedacht. Und den würde ich mir live sofort angucken. Würde aber auch sofort zu Laidback Luke gehen oder Afrojack. Ich bin gerade vom Sound her Fan von Skrillex. Kommt der eigentlich mal jetzt? Weiß das einer? Also muss ich auch mal hin.
Ich bin Fan von der Königsburg in Krefeld, weil ich irgendwie die Historie auch witzig finde, dass es irgendwie ein Schwimmbad war und ein Pool ist ja auch immer noch mit Wasser gefüllt. Dem Apartment 45 in Bochum, da habe ich zwar noch nicht gespielt, aber Mike Litt hat uns mal privat zu seiner Geburtstagsparty da eingeladen und wir haben oben schön gegrillt bei gutem Wetter mit Blick über Bochum. Das fand ich eine coole Location. Die würde ich auch mal gerne übrigens in Betrieb sehen, weil da sind ja auch so mehrere Etagen und ein bisschen Wohnzimmer-Style und so. Da muss ich nochmal hin, wenn ich mal irgendwann frei habe. Wenn das nochmal passiert in nächster Zeit. Ja, und ich bin auch einfach echt gerne. Ich habe ja viele Läden, wo ich regelmäßig auflege. Also, wo ich einmal im Monat vorbeikomme. Und ich bin mit am längsten in den Nightrooms in Dortmund. Die sind vielleicht jetzt nicht super schön, aber stimmungsmäßig und vielleicht auch, weil ich so lange da bin, da fühle ich mich echt wohl. Ich werde ja ständig angehauen, ob ich jetzt nicht mal endlich eine Platte rausbringen will. Vielleicht wäre das auch der nächste logische Schritt, dass ich endlich jetzt mal eine Platte rausbringen muss. Weil in der Tat, ich bin ja nur in NRW unterwegs, was für mich schon okay ist. Und ich bin ja auch so gut wie ausgebucht, aber offenbar erwartet man das so, dass wenn du als DJ viel unterwegs bist und auch ganz gut erfolgreich unterwegs bist, dass du auch eine Platte hast. Ich persönlich mache das jetzt erstmal nicht, das steht nicht auf der To-Do-Liste, weil wenn... dann will ich das auch richtig machen. Ich will auch richtig hinterstehen. Ich will jetzt nicht mir von irgendeinem Projekt im Hintergrund oder irgendwelchen Produzenten mir was basteln lassen und meinen Namen draufsetzen oder so. Das brauche ich nicht. Wenn, dann auch richtig. Aber ich habe im Augenblick durch sehr viele Jobs beim Radio, ich mache ja auch noch viele Interviews und so weiter und viel, was man nicht direkt hört, ich habe die Zeit dafür nicht. Deswegen sind die nächsten großen Projekte immer mehr Radioprojekte. Ob es jetzt eine große Preisverleihung wie die 1Live Krone ist, die für uns immer nicht nur eine Veranstaltung, sondern ein ganzer Zeitraum ist, wo wir drehen Videos, wir machen viele Interviews mit den Künstlern im Vorfeld schon. Das ist immer eine sehr schöne Zeit. Und wir scouten immer nach guten neuen Party-Locations für die 1Live-Partys. Und da bin ich auch immer gerne selber mit dabei. Die nächste große 1Live-Party, da freue ich mich sehr drauf, weil das ist die Party in Holzwickede. Im Freibad Schöne Flöte. Ich glaube, wer es noch nicht kannte, wer nicht aus der Gegend kommt, wir haben es berühmt gemacht mit 1Live. Aber das ist eine super Party-Location. Die machen da jedes Jahr im Sommer eine riesen Open-Air-Party. Die Pools sind auf. Du kannst halt wahlweise auf die Tanzfläche oder in den Pool, also du kannst auf die Tanzfläche strömen oder dich in den Pool stürzen. Ich habe so gegen 1:30 nachts irgendwann auch immer meinen Punkt, wo ich dann mit dabei bin. Und das haben wir schon zweimal gemacht. Wir waren letztes Jahr jetzt nicht da und dieses Jahr gehen wir wieder hin. Und das freut uns sehr, gerade weil das immer schwieriger wird, solche großen Außenevents zu machen. Weil natürlich auch gerade seit der Love Parade diese Bestimmungen für Events immer schwieriger werden. Und jetzt haben wir da auch sehr lange rumgedoktert und so, bis halt alles klar geht für die Stadt Holzwickede, für die Veranstalter da vor Ort in dem Freibad und eben für uns. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie, obwohl ich gar kein Freibad-Fan so bin, aber für eine Party und insbesondere dieses Freibad, das liegt mir irgendwie am Herzen. Das wird geil. Hi, hier ist Jan-Christian Zeller, normalerweise ohne Bild bei 1Live. Heute mit, aber nur bei Nightlife 4X. Das DJ-Profil mit Jan-Christian Zeller. Präsentiert von Pioneer DJ. Wo im Juli gerockt wird, das seht ihr jetzt. Die Termintipps werden präsentiert von den Nachtagenten. Nachtagenten.de. Das Sea of Love Festival vom 15. bis 17. Juli, unter anderem mit David Guetta und Tiesto am Thunisee in Freiburg. Am 16.07. Flying Circus mit Guy Gerber im 102 in Neuss. Am 30.07. das Heile Welt Open Air mit Tiefschwarz und André Galuzzi auf der Halle Norddeutschland in Neukirchen-Flüen. Und ebenfalls am 30.07. Juicy Beats, unter anderem mit Deichkind und Too Many DJs im Westfalenpark in Dortmund. Und am 24.07. Tell the world I'm coming. Hey!
Sicher dir deine Tickets, ob Festival, Party oder Konzerte, bei virtualnights.com. So Freunde, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und besucht uns vielleicht auch mal im Netz unter nightlife.x.de oder bei Facebook und lasst es euch bis zum nächsten Mal richtig gut gehen. Also, macht's gut, ciao.